Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Drive Gran Turismo 6. Wir sind im Clubman Cup. 400 Leistungspunkte liegen an, ungefähr, Pi mal Daumen. Wir sind bei Rennen 1, Silverstone National Circuit. Oh Gott, heute ist das nicht so mit dem Sprechen. die KI fährt ein Peugeot 106. Ja, heute haben wir ein B-Spec-Rennen. Ich starte die ganze Sache schon mal. Der Peugeot 106 bietet ja an sich nicht so richtig viel Leistung. Deswegen ist der hier komplett durchgetuned. Überhaupt mal mithalten zu können. Der kommt auf 430 Punkte ungefähr. Ja, was hat er denn so für Gegner? Ein Honda Prelude, oh, ein Lancia Delta Integrale. Wie selten. Da wollen wir ihm doch mal das Beste wünschen. Als ich die Strecke hier gefahren bin, hatte ich dreimal einen Civic vor mir. Insofern ist das hier ein gut durchmischtes Feld. Und wir gucken uns einfach mal die kleine Rennsemmel an. Ja, natürlich fährt er erstmal irgendwo gegen. Vorbei an einem Mitsubishi Colt oder hier Mirage. Dann haben wir da ein Mini und ein Audi, wenn ich das richtig gesehen habe, auch noch. Ja, er macht sich Platz, also das muss man schon mal sagen, die KI ist da nicht sehr achtsam unterwegs. Genau, ich glaube, das hier ist ein Audi jetzt vor uns. Sieht aus wie Audi Quattro, irgendwas in der Art. Und man sieht auch schon den Lancia Delta in schwarz gehalten diesmal. Nicht die vorteilhafte Farbe, weil man da nicht allzu viel erkennt. Und an dem ist er ganz einfach vorbeigezischt, das ist ja nicht zu glauben. Cockpit haben wir leider nicht. Weder vorwärts noch rückwärts. Dafür eine Motorhaubenansicht und die zeigt uns, dass wir nicht so richtig an den Prelude rankommen gerade. Naja, bleibt abzuwarten. Dafür, dass er schon einige Male irgendwo gegengefahren ist, sieht die Motorhaube noch relativ gut aus. Doch, er kommt an den Prelude ran. Ich fasse es ja nicht. Kurz sah es ja so aus, als würde der einfach gnadenlos abziehen. Aber es sieht so aus, als würde es klappen. Ja, ansonsten bleibt ja das B-Spec-Rennen immer dafür da, um halt schön für die Augen auszusehen und ja, und die Grafik der PlayStation 3 nochmal zu genießen, denn das ist nach wie vor eine richtig gute Sache. Jetzt ist die Motorhaube verbeult, Leute. Macht nichts, wir machen jetzt den Zieldurchlauf. Und damit ist die ganze Sache, denke ich mal, klar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schaut wieder rein. Danke fürs Zuschauen, bis dann. Ciao, ciao, euer Nevis.